Hallo und Mahlzeit, liebe Mystery-Files-Freunde. Tierregen oder Fischregen, Tiere und Fische, die vom Himmel fallen, das klingt ausgesprochen kurios und das ist auch kurios. Und der eine oder andere unter euch, der mag jetzt vielleicht an diesem, naja, sehr bizarren Film Sharknado denken, wo eben quasi mit einem Tornado Haie vom Himmel fallen, irgendwie ein sehr, sehr lächerlicher Film. Aber als der damals in die Kinos kam, beziehungsweise ans Fernsehen kam, habe ich zu diesem Thema Fischregen auch schon mal ein Video gemacht, denn das ist tatsächlich nicht nur ein bizarres Phänomen, sondern auch ein reales Phänomen und das ist wirklich durchaus sehr spannend und es ist auch keine neumodische Erfindung, was irgendwie sich zum Beispiel als urbane Legende im Internet verbreitet hat, zum Teil natürlich schon, aber solche Berichte gibt es seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden und einer der bekanntesten, der solche Phänomene aufgezeichnet hat, das war Charles Fort. Er hat vor allen Dingen in einem Buch im Jahre 1919, das Buch der Verdammten hieß das, ihr seht ja gerade das Cover, darüber berichtet, zahlreiche Fälle aufgelistet und er hatte Zehntausende von Zeitungsartikeln in den Archiven, zum Beispiel in London, aber auch in den USA, gesichtet und ausgewertet und hat immer wieder darüber berichtet, dass allen möglichen Krempel, so kann man es bald schon sagen, vom Himmel fällt in einer Art Platzregen und Fische ist so der Klassiker, eben Fischregen, aber auch Frösche, Kröten oder Würmer oder auch Nüsse und all solche komischen Dinge. Und das passiert in aller Welt und das passiert bis heute. Heute denkt man, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, das nennt man heutzutage auch gerne fortanische Phänomene in Ableitung von Charles Fort, wirklich ein sehr empfehlenswerter Autor. Aber heute denkt man im Zeitalter des Internet, dass dieses Phänomen sich immer mehr ausbreitet und immer öfter auftritt. Aber hier, da habe ich doch schon meine Zweifel, weil eben aufgrund unserer Medienwelt, unserer Medienlandschaft und dem schnelllebigen Internet solche Themen und solche Vorfälle sich wesentlich schneller verbreiten, als es früher eben im 18. Jahrhundert zum Beispiel gewesen ist oder im 19. Jahrhundert oder sogar im 16. Jahrhundert, denn auch da gibt es solche Berichte. Und es gibt natürlich auch viele Spekulationen, Thesen, Hypothesen, was denn der Grund dafür sein kann, dass plötzlich aus heiterem Himmel oder aus Wolken ein Schauer niedergeht von Fischen oder anderen Tieren. Dabei ist es sehr interessant, ich komme auf diese Hypothesen gleich nochmal an einem Beispiel zu sprechen, dabei ist es sehr interessant, dass es auch völlig bizarre Klamotten gibt, die vom Himmel fallen. Beispielsweise Fleischstücke, die im 19. Jahrhundert in Kalifornien und in Kentucky vom Himmel gefallen sind. Und dieser Fall von Kentucky, der ist wirklich sehr interessant, den werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer euch vorstellen. Aber es sind zum Beispiel im Jahre 1894 Quallen in England vom Himmel gefallen und im Jahre 2007 in Louisiana fielen Würmer vom Himmel, die teilweise ganz verknotet irgendwie am Boden gelegen haben. Und dann ist es mehrfach im Jahr 2009 dazu gekommen, dass Kröten bzw. Frösche im Japan irgendwie vom Himmel her niederstürzen auf dem Boden. Und viel diskutiert wird bei diesen Vorfällen von Fischregen-Tierregen auch der Umstand, dass hier offenbar immer nur eine Spezies vom Himmel fällt. Also nicht irgendwie Frösche gemischt mit Fischen und Würmern und Fleischstücken meinetwegen, sondern scheinbar handelt es sich bei den Fischen dann immer nur um eine einzige Sorte, Süßwasserfische zum Beispiel oder eine Sorte Salzwasserfische. Das ist schon überaus kurios, aber es gibt einen Vorfall über einen solchen Fischregen, der sich hier bei uns in Deutschland zugetragen hat. Dazu gibt es mehrere Quellen. Ich blende euch da mal so ein paar ein. Und das hat sich ereignet in einem Örtchen nahe Heilsbronn. Und zum Beispiel beschreibt der Heilsbronnerische Antiquitätenschatz aus dem Jahre 1731 diese Geschichte, die in alten Kirchenbüchern aufgezeichnet ist. Und da heißt es, dass in einem jähen Platzregen Sommerszeit, also ein Platzregen eben im Sommer, eine treffliche Anzahl Fische aus einer Wolke niedergestürzt wäre. Und diese Fische lebten teilweise noch und sie wurden eingesammelt, teilweise verkauft, teilweise gegessen. Und die lebendigen Fische wurden in Teichen und Tümpeln dort ausgesetzt, also quasi zur Fischzucht oder eben
um sie später dann zu fangen und zu essen. Das ist ein ziemlich bekannter Vorfall aus Deutschland und da gibt es dann als Hypothesen, gut, das war vielleicht ein kleiner Tornado oder eine Windrose, die flog über einen See oder einen Teich, einen Tümpel oder vielleicht sogar irgendwann mal über das Meer. Und Fische, die sich recht nah an der Oberfläche des Wassers befunden haben, beziehungsweise recht nah unterhalb der Wasseroberfläche, wurden von dieser Windhose aufgesaugt in den Himmel, wurden dann über viele Kilometer weitergetragen durch die Luft und seien dann eben als Fischregen abgeregnet worden. Das ist so die übliche Erklärung für dieses hochinteressante Naturphänomen. Da sagen dann Skeptiker aber wieder, ja, aber wenn dann so ein Mini-Tornado über einen Tümpel zum Beispiel herüberfliegt und lauter Kröten hochsaugt und dann meinetwegen 200 Kilometer weiter entfernt wieder auf den Boden entlässt, also herniederregnen lässt. Warum sind es dann nur Kröten und nur Frösche? Warum sind da nicht Algen bei, Äste bei oder Fische bei? Warum ist es immer nur eine Spezies? Wie kann das denn sein? Weil so ein Tornado, so ein Mini-Tornado sucht sich natürlich nicht aus, was der jetzt gerade in den Himmel herhochsaugt. Da ist tatsächlich wirklich noch viel Forschungsbedarf. Nur der Fall ist natürlich klar, dass es dieses Phänomen gibt. Und das vorhin erwähnte Beispiel dieses Fleischregens in Kentucky, das war im Jahr 1876 in Olympia Springs, eben in Kentucky, das war wirklich sehr spannend. Auch die New York Times hat am 10. März 1876 darüber berichtet. Und zwar sei da eine Fläche von so grob 45 mal 90 Meter mit diesen Fleischbrocken bedeckt gewesen. Auch Charles Fort hatte darüber eben in seinem Buch Der Verdammte, in Book on Damned, darüber berichtet. Und das wäre wirklich sehr kurios. Und da wurde dann eben gerätselt, was ist denn hier wirklich vom Himmel gefallen? Wo kommt diese Fleischbrocken her? Ist das irgendwie so eine zerfetzte Kuh gewesen? Auch darüber wurde gesprochen, darüber wurde diskutiert und dieses Phänomen blieb sehr lange ungeklärt. Allerdings nur bis zum Jahre 2004. Hier kann man natürlich sagen, nur ist natürlich gut. Aber da hat es einen Zufallsfund gegeben und zwar in der Transylvania Universität in Lexington in Kentucky. Dort hat ein Mitarbeiter, und zwar der Professor Kurt Gode, mal im Archiv herumgekramt, herumgewühlt und hat dort ein seltsames Glas vorgefunden im Archiv dieser Universität. Und in diesem Glas waren Fleischbrocken drin, die von diesem Vorfall aus dem Jahre 1876 stammten. Und diese Fleischbrocken, die schwammen so in so einer bernsteinartigen Flüssigkeit oder bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Und dann hat er mal Proben davon genommen und hat das untersucht und ich stellte sich heraus, das war nichts weiter als Vogelkotze, also Erbrochenes von Vögeln und zwar speziell von Geiern, so hat er das gesagt. Und zwar Geier, die würden halt so viel fressen, wie sie nur können und der Bauch wäre dann quasi riesen voll und riesen dick und die würden dann erstmal so eine Pause machen müssen nach dem Fressen, weil sie wissen ja nicht, wann kriegen sie mal wieder was her und deshalb hauen die sich so voll, wie es nur geht und dann sitzen sie da so träge rum und sind kugelrund quasi vollgefressen, aber wenn man die dann aufschrecken würde, würden die Geier alle wegfliegen mit ihren vollen Bäuchen und um Gewicht zu sparen und so weiter und so fort, würden sie ihr Futter erbrechen. Und das wäre dann eben da als Fleischbrocken vom Himmel gefallen, Erbrochenes von Geiern. Also ganz schön ekelig. Diese Lösung hört sich wirklich bizarr an, aber wer weiß, ob das vielleicht möglich ist. Nur so einen Fleischregen und es gibt ja natürlich auch Blutregen, aber das ist eine andere Thematik, den hat es nicht nur in Kentucky gegeben, sondern auch Jahrhunderte vorher in ganz anderen Teilen der Welt, zum Beispiel im 15. Jahrhundert schon über Rom. Da seien 1456 Blut und Fleisch vom Himmel gefallen und es gibt zahlreiche solcher Fälle, die Christian Ehrenberg in seinem Buch Passat, Staub und Blutregen schon 1849 aufgeschrieben hat. Passat, Staub und Blutregen, ein interessanter Titel, ein kurioser Titel, aber es ist eben so, dass Staub, rötlicher Staub in der Atmosphäre, in den Wolken, dann herunterregnet und dann sieht dieser Regen eben rot aus. Deshalb dieser Buchtitel und das ist wirklich ein sehr spannendes Buch, wenn man sich für solche Phänomene interessiert, das eben kein
Regen heruntergefallen ist, der aus Blut bestanden habe, sondern dass da eben rötlicher Staub mit den Regentropfen vermischt gewesen sei. Das erklärt allerdings nicht, wieso da im 15. Jahrhundert über Rom Fleischbrocken herniedergegangen sein sollen. Das ist natürlich nicht mit Passatstaub irgendwie zu erklären. Aber gibt es denn tatsächlich auch in Rom im 15. Jahrhundert ganze Populationen von Geiern, die vollgefressen, aufgescheucht über Rom fliegen und sich dann Murks übergeben haben und diese Fleischbrocken so eben vom Himmel gefallen sind, lässt sich heute nicht mehr nachprüfen, was da tatsächlich vorgefallen ist. Aber spannend sind solche Sachen immer. Und spannend ist es auch, wenn solche Vorfälle von Fischregen mehrfach an einem einzigen Ort vorkommen. Diese Vorfälle sind selten, sind aber nicht so selten. Aber extrem selten ist es, wenn eben ein kleiner Ort, ein sehr lokal begrenztes Gebiet, mehrfach oder immer wieder von solchen Fischregen heimgesucht wird. Beispielsweise passiert sowas angeblich jährlich in Yoro, das ist in Honduras. Und Mitte des 19. Jahrhunderts lebte dort ein Pater José Manuel Sombriana. Und er habe für die hungernden und leidenden Menschen da in Honduras gebetet. Da in der Nähe war eine Kirche und eine Mission, eben eine christliche Mission, habe dann gebetet. Und so habe der Herr Fische vom Himmel geschickt, damit die Menschen dort was zu beißen haben. Und seitdem würde sich das jährlich wiederholen. Interessanterweise ist es so, dass tatsächlich genau dort dieser Fischregen fast jährlich wirklich niedergeht. Das ist schon so eine kleine Touristenattraktion. Das wird natürlich mit Gottes Wirken in Verbindung gebracht. Und die Interpretationen, warum ist das denn eigentlich so? Warum kommt es da quasi jährlich zu so einem Fischregen? Reichen davon, dass irgendwelche Tornados, Windhosen austeichnen und Tümpel diese Fische aufsaugen und dann halt genau an diesem Ort niederlassen? Dann gibt es Interpretationen, da kommt es regelmäßig zu Fluten, unterirdischen Fluten vor allen Dingen, durch in Höhlen und unterirdischen Flussläufen, wo diese Fische leben. Die werden dann an die Oberfläche gespült und so finden die sich dann eben in Teichen und Pfützen oder Teichen kann man nicht sagen, kleinen Tümpeln, die dann so entstehen. Und so denkt man, die seien vom Himmel gefallen. Aber wie gesagt, die lokale Bevölkerung sieht hier ein Zeichen Gottes, ein Phänomen. Und ich glaube nicht, dass die Bevölkerung, da ja auch der Tourismus da so ein bisschen mit angekurbelt wird, dass die dort in Honduras wirklich eine naturwissenschaftliche Erklärung für dieses jährliche Vorkommen dieses angeblichen Fischregens wollen. Das ist ein sehr komplexes Thema da in Honduras. Ich werde euch unten in der Beschreibung mal einen Link zu einem sehr interessanten Artikel einblenden und der stammt vom Deutschen Netzwerk für Kryptozoologie. Dieser Artikel, da wird detailliert auf dieses Phänomen in Honduras eingegangen. Es werden auch Wetterdaten verglichen und es wird verglichen, in welchen Jahren ist das denn dokumentiert, dass es tatsächlich so gewesen ist. Und da kann man wirklich sehen, das ist tatsächlich jährlich so. Aber schaut euch diesen Artikel mal an, der ist wirklich sehr spannend. Aber Honduras ist weit weg, noch weiter weg ist Australien. Und da hat sich jetzt aktuell im Februar 23 auch so ein seltsamer Fischregen ereignet. Und zwar im Nordterritorium von Australien, im Outback, mitten in der Wüste, weit und breit nur Wüste, Trockenheit und Einsamkeit. Aber da fielen am 20. Februar 2023 urplötzlich Fische vom Himmel, nachdem ein Unwetter dort über einen kleinen Ort hergezogen ist. Der kleine Ort selber heißt Laya Manu, ist ein wirklich kleines Kaff, ein gottverlassenes Kaff. Da sind 600 Einwohner, leben dort und wirklich sehr mini, 400 Kilometer entfernt ist es von der Nordküste von Australien, also zum Ozean. Und so knapp 300 Kilometer entfernt befindet sich der nächste große See. Und die internationalen Medien, ihr seht ja immer, was ich da so zeige, berichten ganz erstaunt, dass tatsächlich nach diesem Sturm Fische vom Himmel fielen. Ein Zeuge wird zum Beispiel mit den Worten zitiert: Aber als der Regen einsetzte, sahen wir auch Fische herunterfallen und das sei ein Segen Gottes gewesen und diese Fische würden noch gelebt haben, zumindest zum Teil gelebt haben und wurden auch von den Kindern eingesammelt oder von diesen Bewohnern dort und wurden auch teilweise verzehrt, so heißt es in einigen Medienberichten, in einigen internationalen Medienberichten. Und das Kuriose ist dabei, dieser kleine gottverlassene Ort mitten im Outback, mitten in der Wüste von Australien,
Australien wurde von diesem Fischregen schon mehrfach heimgesucht. Inzwischen ist es nämlich schon das vierte Mal. Bereits im Februar 2010, davor 2004 und 1974 sind dort solche Vorfälle von Fischregen dokumentiert. Und das ist wirklich ganz erstaunlich, denn ihr habt ja gesehen oder ihr seht ja in diesen Google Earth-Bildern, wie klein dieses Nest ist. Gerade mal so rund 600 Einwohner, so Gott verlassen. Und warum genau da? Und warum viermal? Da könnten jetzt vielleicht Statistiker sagen, oh, diese Fischregen kommen so und so oft vor auf diesem Planeten. Das weiß man natürlich nicht. Und es wird ja auch nicht alles gemeldet. Aber da könnte man statistisch mal berechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass hier so etwas vorkommt. Es hat sich auch noch ein Fischforscher, ein sogenannter Ichthyologe dazu geäußert, und zwar der Jeff Johnson vom Queensland Museum, das ist auch in Australien, und er sagte, diese Fische seien Süßwasserfische. Sie sind also nicht aus dem Ozean irgendwie aufgesaugt worden, dann mindestens 400 Kilometer durch die Wüste oder über die Wüste in Wolken, im Sturm, dorthin gebracht worden und dann abgeregnet worden, sondern sie müssen aus dem Süßwasser stammen, aus Flüssen oder aus irgendwelchen Seen, vielleicht auch irgendwelchen Tümpeln, die ganz in der Nähe sich befinden. Aber diese Fische seien sogenannte Prachtbarsche oder Prachtgrunzer gewesen. So sagt er es in einigen Interviews in den internationalen Medien. Aber wo die hergekommen sind, ist natürlich völlig unklar. Das weiß niemand. Aber das ist wirklich erstaunlich, wenn ein Ort mehrfach von so einem fortanischen Phänomen heimgesucht wird. Und wenn man sich mal so ein bisschen die kritischen Seiten anguckt, die kritischen Internetseiten zu solchen Themen oder auch die kritische Magazine zu solchen Themen, dann heißt es immer, nein, das sind alles Windhosen und Tornados. Das kann ich mir einfach so nicht vorstellen. Das ist mir einfach zu leicht dahergesagt, da tatsächlich diese Tornados offensichtlich immer nur eine Sorte Tiere oder eine Sorte Nüsse zum Beispiel irgendwie aufsaugen und dann irgendwie herniederregnen lassen. Es fehlen einfach Algen und andere Meeresbewohner. Wenn zum Beispiel irgendwo Kröten aufgesaugt werden von einem Tornado, das ist natürlich absolut kein Problem. Auch von einer kleineren Winddose, das geht, das ist kein Problem. Warum werden kleine Fischlein oder kleine Kaulquappen, es gab übrigens auch Kaulquappenregen, auch wieder nur Kaulquappen, warum werden die nicht mit aufgesaugt und werden dann 500 Kilometer weiter dann abgeregnet? Auch das völlig unklar. Hier muss noch viel Forschung betrieben werden, aber das Problem ist natürlich auch bei diesem Phänomen des Tierregen-Fischregen. Man weiß natürlich nicht, wo wird es als nächstes passieren. Sonst könnte man ja direkt live, zack, seine Kamera dahin halten und das alles dokumentieren und den Regen dokumentieren, die Wolke dokumentieren, wie sieht diese Wolke aus, von wo kommt der Wind, von wo kommt die Wolke, und dann könnte man wahrscheinlich wesentlich mehr darüber erfahren, wie es zu solchen interessanten Erscheinungen kommt. In Sachen Sharknado, was ich einfach sagte, natürlich hat es nirgendwo irgendwann mal aus dem Tornado Haie geregnet, zumindest nicht, dass ich wüsste. Da haben sich einfach nur so ein paar Filmemacher eine völlig bekloppte Story ausgedacht, aber wahrscheinlich sind sie inspiriert worden von diesem realen Phänomen des Fischregens. Überaus spannend, hat nichts mit irgendwelchen Mysterien der Vergangenheit zu tun oder mit Mysterien des Universums, aber es ist eben ein Mysterium unseres Planeten, denn das wieder mal zeigt, wir wissen längst nicht alles, was sich in unserer Atmosphäre abspielt, was sich auf unserem Planeten abspielt, die Natur um uns herum, wie sie genau funktioniert, da wissen wir lange noch nicht alles. Sowas ist spannend, sowas ist interessant, und wenn ihr auch so etwas interessant findet, lasst gerne ein Abo hier, ein Feedback und einen Daumen hoch. Dann sage ich mal, liebe Lasianer, bis zur nächsten Folge auf den Spuren unheimlicher Phänomene um uns herum. Ciao, tschüss, euer Lars.